Wenn man in die klassische Anlageberatung schaut und in das, was Banken und Finanzvermittler einem empfehlen, dann sagt man häufig, dass Anleihen mit höherem Alter ein spannendes und wichtiges Investmentinstrument ist, um sein Risiko abzusichern. Man möchte also weniger Schwankungen im Alter haben, um auf das Kapitalbedarf des Menschen einzugehen, den Zahlungsstrom, den jemand haben möchte, und die Möglichkeit zu geben, doch im Alter auch seine Geldanlage wieder abzubauen, um damit sein Rentenleben zu finanzieren. Tatsächlich gibt es diese Theorie, und ich möchte in diesem Video sagen, wieso ich persönlich ein absoluter Feind davon bin, wieso ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist, auf diese Art und Weise zu denken. Aber lass uns gemeinsam reinschauen, denn eine Sache vorab aber noch an dieser Stelle: Es ist hier keine Anlageberatung, denn wie gesagt, die klassische Anlageberatung empfiehlt das komplett anders, und wenn du zu deinem Berater gehst und dem vertraust, dann wird er dir ähnliche Versionen empfehlen. Und zwar sagt er dir, Faustformel sei die etwa, dass man von seinem 100 als Basiswert sein Alter abziehen sollte, und das ist dann die optimale Aktienquote, und den Rest könnte man dann in sogenannte sichere, solidere Anlageformen wie eben Anleihen investieren. Eine Anleihe funktioniert so, dass man einem Unternehmen oder einem Staat, wir gehen aber jetzt mal von einem Unternehmen aus, Geld leiht und dafür einen regelmäßigen Zinssatz bekommt, und am Ende einer gewissen Laufzeit kriegt man dieses investierte Geld dann wieder zurück. Man investiert zum Beispiel 1.000 Euro und kriegt dafür 5% Coupon, also der Anleihenzahlungswert, wieder versprochen. Das bedeutet, 50 Euro bei 1.000 Euro im Jahr würde man direkt auf sein Konto überwiesen bekommen, und das ziemlich sicher, solange das Unternehmen diese Anleihe auch tatsächlich bezahlen kann. Damit sehen wir schon mal den ersten Punkt. Ich sage, solange das Unternehmen diese Anleihen bezahlen kann. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder, vor allem von mittelständischen Unternehmen gesehen, dass Anleihen geplatzt sind, und da muss man natürlich darauf achten, dass man vielleicht mit der Aktie, wo man direkt am Unternehmen beteiligt ist, etwas besser fährt, als wenn man dem Unternehmen nur Geld leiht. Aber das ist ein anderes Thema, auf das ich gar nicht so sehr eingehen möchte, denn ich habe ein ganz anderes Problem mit Anleihen. In der Theorie sagt man nämlich, dass Anleihen grundsätzlich substanziell wesentlich weniger gefährlich wären als Aktien. Und das Ganze liegt daran, dass man gefährlich immer mit dem Aspekt der Schwankungen betrachtet, also die sogenannte Volatilität. Wenn also man auf die Aktien schaut und man sich heute ein bestimmtes Aktienportfolio aufgebaut hat und dann in das Rentenalter übergeht, dann möchte man ja eventuell Geld aus diesem Portfolio abziehen, um damit sein Rentenleben zu gestalten. Das Problem dabei ist, Aktien schwanken natürlich, und das wissen wir alle, und wenn Märkte gerade fallen könnte ein Verkauf in diesem Moment natürlich einen Wertverlust verursachen. Und wenn man einen konstanten Wert hätte und man müsste dann Anteile verkaufen, dann wäre das eben natürlich deutlich angenehmer für den Investor. Das Problem dabei ist folgendes: Wenn man sich diese langfristigen Charts von Aktien und Anleihen mal anschaut, dann sieht man auch am Anleihenmarkt Schwankungen. Und diese Schwankungen sind gar nicht so unbedeutend. Ja, sie sind nicht so groß wie bei Aktien, und das muss man natürlich an dieser Stelle auch bestätigen. Anleihen werden immer etwas weniger schwanken, aber auch Anleihen schwanken in ihrem Kurs. Ich mache das Beispiel mit diesen 1.000 Euro, wo du 50 Euro jedes Jahr bekommst. Die bekommst du auch, und wenn du die Anleihe bis zum Ende hältst, bekommst du auch die 1.000 Euro wieder. Dementsprechend wären Schwankungen dir an dieser Stelle egal. Das Argument ist aber doch, was passiert, wenn man den Wert verkaufen möchte? Und tatsächlich bleibt der Wert oder der Preis der Anleihe nicht immer gleich, sondern wenn wir momentan einen Marktzins haben, der irgendwo steht, sagen wir für Anleihen bei 0,5%, und der Marktzins steigt, dann würde dementsprechend die Nachfrage nach einer Anleihe mit genau diesem Zinssatz sinken. Das heißt, weil Menschen ihr Geld rausnehmen würden und in eine Alternative investieren würden, die mehr Zinsen bringt. Das heißt, sobald es Alternativen gibt, die eine höhere Ertragserwartung haben, würden Menschen aus einem Produkt aussteigen und dementsprechend die Kurse sinken. Und das ist eine ganz normale Marktbewegung.
Wir sehen, dass Kurse auch bei Anleihen sinken können, weil die Nachfrage am Markt eben genauso mit dem Marktzins und mit dem Marktverhalten ändert. Und dementsprechend sehen wir auch hier Schwankungen. Das Problem bei dem ganzen Thema ist, dass Anleihen in der Regel langfristig wesentlich geringere Renditen versprechen als Aktien. Das heißt, wir haben in beiden Werten Schwankungen drin, bei Anleihen etwas geringer, aber dafür haben Aktien wesentlich höhere Erwartungen in der Rendite. Ich würde also eher fragen, wie viel Geld brauche ich in den nächsten Jahren unbedingt, um spontan darauf zugreifen zu können und den Rest, den ich über 7 Jahre zum Beispiel investieren kann, in Aktien legen und diese Schwankungen, die da am Markt auch herrschen können, in dieser Zeit einfach aushalten. Die Frage ist also nicht, welches Alter habe ich gerade, sondern die Frage sollte sein, wann brauche ich welches Kapital? Und dann ist es vielleicht auch besser, statt in Anleihen, die eben auch schwanken können, stattdessen zu investieren, im Bargeld zu halten oder bargeldähnliche Anlageklassen und damit sein Risiko zu sichern. Dementsprechend sehe ich Anleihen als vergleichbare Anlage zu Aktien immer im Nachteil und würde privat daher niemals irgendwann in irgendeine Anleihe investieren. Und ich kann dir verraten, dass am Markt unglaubliche Sachen mit den Anleihekursen entstehen. Jeder Zinsentscheid von der Fed, also der amerikanischen Zentralbank, jeder Zinsentscheid der europäischen Zentralbank wird einen Einfluss auf die entsprechenden Coupons, beziehungsweise auf die Kurse der Anleihen haben und dementsprechend auch für Schwankungen sorgen. Und gerade wenn wir verkaufen wollen und müssen an gewisser Stelle, kann das schädlich sein. Wenn wir eine Anleihe bis zum Ende halten können, dann ist das natürlich ziemlich irrelevant in diesem Zeitpunkt. Ich kann dir nur verraten, Anleihenkurse vorherzusehen, halte ich persönlich sogar für schwieriger als eine erfolgreiche Aktie auszuwählen. Und dementsprechend halte ich es mir persönlich einfacher und verzichte komplett auf die Anleihe. Mehr Rendite ist das Ziel. Und die Schwankungen, die auf dieser Rendite da sind, die muss man dann eben aushalten können. Und wer das mit seinem Kapital langfristig machen kann und diesen langfristigen Gedanken auch ansetzen kann, der wird meines Erachtens mit Aktien immer besser fahren. Wie gesagt, das ist keine Beratung und auch keine Empfehlung für dich, genauso zu handeln. Sprich mit deinem Bankberater, solange du noch nicht dir eine eigene Meinung bilden kannst. Damit wirst du auf jeden Fall besser fahren, als Fehlentscheidungen persönlich zu treffen. Aber wir haben das Ziel mit diesem Kanal, dass du besser wirst als dein Bankberater. Und dementsprechend freue ich mich drauf, wenn du diesen Kanal abonnierst und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis bald, dein Gero.